Guten Tag, Angelique. Hochsensibel. Guten Tag, Angelique. Was mir Angst macht, ist, ich habe Angst vor Intimität. Vor dem, was in der Welt geschieht. Vor allem eigentlich. Du lieber Gott, hoffentlich passiert uns nichts. Lassen Sie sich nicht vom Chef einschüchtern. Auf den ersten Blick wirkt er streng. Und auf den zweiten? Immer noch streng. Monsieur, die erste Bewerberin ist da. Schokolade! Mögen Sie Schokolade? Ja, jeder mag Schokolade. Vielen Dank. Sie ist die Richtige. Ich habe kein Problem mit Frauen. Sie flößen mir noch Furcht ein. Das ist alles. Ich gebe Ihnen eine kleine Aufgabe. Laden Sie jemanden zum Abendessen ein. Haben Sie Donnerstagabend schon etwas vor? Nein, aber ich muss Ihnen was sagen. Ich lade Sie ein, ins Restaurant. Mich? Ist das ein Problem? Guten Abend. Ach Sie, guten Abend. Entschuldigen Sie mich kurz. Mit einer Frau allein zu sein, ist für mich die reinste Tortur. Ich gebe Ihnen noch eine Aufgabe. Nur zu. Pardon. Sie müssen jemanden berühren. Jemandem die Hand geben zum Beispiel. Ich gebe nie jemandem die Hand. Ich bin unsterblich verliebt. Es tut mir leid, aber wir sind beide hochsensibel und steuern ganz bestimmt auf eine Katastrophe zu. Keiner von uns kann den anderen auffangen. Als würde sich der Geschmack zurückhalten. Wie eine bittersüße Liebkosung. Und das ist noch gar nichts. Morgen werden die Aromen in die Schokolade eindringen. In die Schokolade eindringen? Ja, sie werden darin aufgehen. Das ist die Frau ihres Lebens. Nein, ich bin noch nicht so weit. Die Angst ist größer. Ich schlafe auf dem Sofa. Aber hier ist überhaupt kein Sofa. Ah ja.